Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. In der letzten Folge sind wir ja auf 4000 Trophäen und ein bisschen höher gekommen. Und ich habe eine Zeit ein bisschen weiter gespielt. Und irgendwie sind wir jetzt schon bei 4236 Trophäen. Damit haben wir auch hier die Kiste freigespielt, die, glaube ich, eine Blitztruhe ist. Und die werden wir jetzt gleich öffnen, denn wir machen wieder ein kleines Mini-Opening. Wir haben eine Magietruhe, zwei Silbertruhen, eine Goldtruhe, eine Blitztruhe und die Kronentruhe. Wir werden ein bisschen was öffnen und eventuell was ziehen. Wäre auf jeden Fall ganz cool, denn meine Karten sind immer noch brutal unterlevelt teilweise. Ich guck dich an, Rambok Level 7. Übrigens mal ein kleiner Fun-Fact, und zwar fehlen mir noch eine Menge Karten. Zum Beispiel den Klonzauber habe ich einfach noch gar nicht. Was ich irgendwie lustig finde. Okay, öffnen wir erstmal hier die Gratistruhe. Wäre ja ganz cool, wenn wir was ziehen würden. Weil das brauche ich schon. Noch ein kleiner Angeber-Move von mir. Und zwar habe ich gegen einen Gegner gewonnen, der Level 12 war. Was ich ganz cool finde, wenn ich einen Gegner besiege, der 4 Level über mir ist. Das war ganz nice. So, öffnen wir mal hier die Silbertruhe. Da war nichts drin. Wir öffnen hier mal die Silbertruhe. Da war nichts drin. Wir öffnen mal die Goldruhe. Da war ein Kobold fast drin. Spiele ich aber nicht mehr. Wir öffnen jetzt die Magietruhe. Komm schon, da kann was Nice drin sein. Münzen ist erstmal gut. Ein Fernturm ist gut. Erdbeben ist gut. Okay, jetzt noch ein paar epische. Da ist der Klonzauber. Wenn jetzt noch epische kommen, dann haben wir eine legendäre Karte drin. Nope. Wobei, kann jetzt noch passieren? Kann jetzt noch passieren, oder? Nicht. Blitz! Yo! Und letzte Karte ist. Der Pack. What? Was eine Überkiste! Mir fehlt ein bisschen Geld. Und dann hätte ich einen Blitz auf Level 10. Ah ja, und übrigens, morgen ist ein Event. Was ich morgen aber nicht bringen kann, denn morgen kommt das Update zu Brawl Stars raus und das wird sich überschneiden. Übermorgen mache ich dann die Mega-Deck-Herausforderung. Da kann man nicht verlieren. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Da habe ich Bock drauf. Okay, Blitztruhe, komm. Wie viel gibst du mir? Let's go. Fumm. 650. Okay, nicht genug. Was kriegen wir denn für Karten? Kobold Gang. Lasro Kobold. Und der dunkle Prinz. Okay. Ich habe viele epische, deswegen tausche ich die epischen aus, wenn ich da was Nices habe. Spiele ich nicht. Spiele ich nicht mehr. Spiele ich nicht. Spiele ich nicht. Okay. War schwach, die Truhe. Die Season-Truhe gibt es anscheinend auch nicht mehr. So wie ich das gelesen habe, wird der Trophäenpfad zurückgesetzt. Und ich kann mir dann nochmal hier alles erspielen. Aber ich werde nicht weit kommen. Werden wir ein bisschen Spaß haben mit meinem Lieblingsdeck. Gegner Level 9 ist erstmal gut. Jadelson Hollow. Normalerweise macht man ja einen Split mit den Bogenschützen. Das eine auf eine. Okay, so. Mache ich aber nicht gerne. Ich bin kein Fan vom Split, weil eine Bogenschützen alleine, die bringt nichts. Und so zwei Bogenschützen, die können schon was taugen, so. Aber er hat safe. Oh, Elektromagier. Ich dachte, kommt was anderes. So, kau noch was dahinter, bitte. Perfekt, perfekt, perfekt. Richtig schöner Blitz. Richtig schön. Das muss er eigentlich noch abwehren. Das muss er eigentlich noch abwehren. Macht er nicht. Und er hat einfach jetzt. Oh, 1000. Er hat jetzt 1000 Schaden geschluckt. Den Holzfäller habe ich zu spät eingesetzt, da habe ich jetzt ein bisschen Schaden geschluckt. Aber er hat einfach ohne Druck 1000 Schaden geschluckt. Alles gut, der Blitz war schön. Der Blitz war schön. Wetter ist ab. Mit Magier, da kommen bestimmt 5 Hits durch. 1, 2, 3, 4. 4 Hits. Ja. Also ist ein guter Start. Ist ein richtig guter Start. So. Mach ich so, dass der Magier stirbt. Er hat keine Fernodrachen. Sonst hätte er ihn bestimmt früher gespielt. Safe. Safe, safe, safe. Ich mach's mal so. Um die Skelett-Armee schon ein bisschen zu killen. Er muss jetzt was machen. Elektromagier bestimmt. Weil er nicht unbedingt der Klügste ist, oder? Bro, was. Ja, Elektromagier. Okay, also er hat die Skelett-Armee und Elektromagier. Also er hat keinen Fernturm. Jetzt kommt die Armee bestimmt. Skelett-Armee. Ja. Die ist weg. Ja, haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen, ohne Witz. Also, wenn ich könnte es noch verhauen, klar. Aber jetzt gerade, wie der Gegner spielt und wie es gerade läuft. Halte ich es für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, dass ich jetzt noch verliere. Ich mache jetzt mal den Split. Ja. Darauf muss ich achten. Da muss ich besser werden. Den Tunnelgräber predikten. Der mich noch unfassbar schlecht. So, jetzt kommt der Mega-Ritter, obwohl es keinen Sinn macht. Auf den Holzfäller ziemlich safe. Oder der Magier, okay. Ich mache den nicht weg, den Magier. Ich mache den nicht weg. Ich mache mal den Babydrachen. Ich warte mich noch auf seinen großen Boy. Ich warte noch auf seinen großen Ball. Ich spiele jetzt nur defensiv. Ich spiele einfach nur defensiv. Wenn noch was setzt, kommt mein Packer. Und wenn er dann noch was. Okay, dann mache ich mal den Rambok. Okay, der Ofen ist ein Zucken zu weit vorne. Ja, er macht das so. Was komisch ist, er lässt einfach das Rambok durch.
Den Rambok. Leute regen sich immer... Okay, was macht der? Leute regen sich mal auf, wenn ich sage, das Rambok, weil es ja falsch ist. So, okay, aber... Oh, Klumsterwater, okay. Weiß nicht, ob das so super gut ist, ehrlich gesagt. Ich meine, da kommt ein bisschen Schaden bei rum. Ein bisschen viel Schaden sogar. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Aber ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Ich knall das mal kurz. So. Oh, wenn er eine Rakete hat, kann er meinen Turm holen. Nee. Okay. Ja, okay, es war noch ein bisschen knapp zum Ende. Aber haben wir gewonnen, wie gesagt. Mein Gegner hat das Spiel am Anfang ein bisschen hart verloren. Plus 31 Trophäen, das ist gut. Das ist gut, okay. Oh. Oh, 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 Moment. Wir können ja schon... Herausforderer 2 können wir ja schon werden. Wie kann das sein? Um die 05? Krass. Menschen, die 2005 geboren wurden, sind schon 14. Alter. Ich komme mir... Nein, 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 nein. Okay. Ich komme mir so richtig alt vor gerade. Oh, der kam mit an den Turm. Wie doof ist das denn? Oh, wie doof ist das denn? Oh, wie doof ist das denn? Der kam mit an den Turm. Was hältst du? Prinzessin, bitte. Holzfäller, greif die Prinzessin an. Nein, nein. Okay, danke. Dann machen wir es so. War viel Schaden, ist okay. Nur, du weißt jetzt bestimmt, was er vorsetzt. Ja, er macht das so. Ich hab mich verdrückt. Ich hab mich verdrückt. Ich wollte den Ofen setzen. Ja, ein Holzfäller Level 8 ist jetzt nicht... Also, ist es gut, dass er Level 8 ist? Weil der wird auch verziehen, wenn ich mich mal krass verdrücke. Aber ja, das war jetzt einfach unnötiger Schaden. Ich wollte den Ofen setzen. Upsi, okay. Aber wir haben auch ein bisschen Schaden gemacht. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Move? Okay, dann machen wir es mal so. So, müsste reichen für die Banditin. Und der Ofen müsste noch ein bisschen leben. Ja. Yep. Ich mache mal einen Rambok. Jetzt kommt nämlich noch der Ofen hinzu als Support. Wir müssten connecten. Okay. Hätten wir auch... Also, wäre mein Rambok Level 10, wären wir connected. Zu 99%. Ah gut, ich muss jetzt so machen leider. Was nicht gut ist. Was nicht gut ist. So. Oh, oh, der dumme... oh, ist das egal. Oh, wie viele Schüsse da einfach connected haben. Weil die Reichweite von den... Oh, Gott. Oh, ich war mir unsicher, ob ich das verteidigen muss. Mein Gegner feiert es natürlich. Mein Gegner feiert es natürlich, ob er gerade der König wäre. Als ob er gerade der König wäre, der irgendeinen edlen Move gemacht hat. Na gut. Ja. Wehre ich jetzt nicht ab, ich baue einen ganz normalen Push auf. Was stimmt mit dem Gegner nicht? Ganz ehrlich. Mit Level 10. Na gut, er hat einen Schweinreiter Level 8. Kann man nicht sagen, dass er jetzt... er hat bestimmt den Fernsturm. Ja. Aber Bro, das ist nicht unbedingt gut, der Entfernung. Das weißt du schon, ne? Das weißt du, dass das jetzt nicht unbedingt der Killer ist. Verdammt, er lebt immer noch. Er lebt immer noch. Muss ich kurz zappen. So. Na, ich mach's mal so. Der Holzfäller müsste den Turm, ehrlich gesagt, killen. Oh, 13 Leben. Was soll das denn bitte? Was soll das denn bitte? Oh, ja, muss ich noch einen Knall drauf werfen. Ah, ja gut, ist nicht das Problem, ist nicht das Problem, ist nicht das Problem. Problem ist jetzt erst der Packer ein bisschen, was das ist. Vielleicht kommt die Bogenschützen dann noch an. Ich will es nicht riskieren, oder... Okay, mach ich so. So, 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 so. Komm, Packer, ein Hit, ein Hit, ein Hit, ein Hit, ein Ehrenhit, ein Ehrenhit. Der war der Ehrenhit, der war der Ehrenhit. So. Komm, jetzt. Ah, ich wollte. Nee, wer zu sehr darauf. Wer zu sehr all in. Wer zu sehr all in. Ich mach's mal so. Ich mach's mal so. Ich muss nur was setzen. So. Ah, doof, 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 doof. Ich knall's mal. Oh, voll verklickt. Voll verklickt. Ich bin da weggerutscht. Ein bisschen extra Schaden, aber es macht nichts. Ja, gut. Deswegen habe ich den Rambok jetzt nicht platziert. Weil ich wusste, dass der Ball kommt. Müssten wir im Grunde haben, ehrlich gesagt. Also, dass er überhaupt geführt hat, ist schon ein Witz. So, ich mach mal so. Ich könnte den Rambok jetzt hier platzieren, gleich. So. Ich muss mal so. Und jetzt der Blitz, der hätte schön Value, weil der muss noch was nachsetzen. Der muss noch was nachsetzen, der muss noch was nachsetzen. So. Komm, jetzt Blitz, Blitz, Blitz. Blitz, Blitz, Blitz. Ich darf jetzt nicht setzen, weil es kommt dem... Mega-Ritter, der Hit. Da war der Hit. Ah, Moment, ich muss auch mal spammen. Ah, schade. Schade.
trotz der ganzen Emojis, die du gespammt hast, nicht gewonnen. Ah, das ist ärgerlich. Und ich habe richtig viele Missklicks gemacht. So. Ich habe richtig viele Moves gemacht, die nicht gut waren. Und trotzdem gewonnen. Das finde ich gut. Hat mich auf jeden Fall glücklich gemacht. Brutal. Ja, schade. Ach, wieso? Wieso spammst du den Wein-Emoji-Dude? Du bist immer noch 2 Level über mir. Das darfst du nicht vergessen, Alex. Das ist so, wie wenn du ein Basketball-Coach bist. In deinem Team sind alle Spieler 2 Meter groß und du spielst irgendwie gegen ein Team, was im Rollstuhl sitzt. Und am Ende machst du die Siegesfaust in Richtung des Coaches vom Gegner. Das ist halt einfach lächerlich. Ja, wir brauchen jetzt noch 2 Siege, um auf 4000 Runden zu kommen. Das ist auch mein Ziel für die Folge. Ich hatte jetzt echt 3 Niederlagen, die einfach räudig waren hintereinander. Die richtig räudig waren. Gegner ist aber Level 9. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Damit kann ich mich anfreunden. Das gibt für mich ein gutes Spiel. Und mal sehen, wie es läuft. Die Rotation am Anfang gefällt mir auch. Da sind viele Karten, die mir gefallen. Okay. So, ich beschütze mal die Bogen. Okay, ich beschütze mal nicht die Bogenschützen. Ich mach's jetzt mal so. Jetzt kommen die Feuerge... Verdammt. Falsch eingeschätzt. Okay, es funktioniert auch so. Oh, nein, 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 nein. Den Penner, den blitze ich einfach. Ich hasse diese Karte. Ich hasse diese Karte, wirklich. Ich bin da so schlecht gegen. Ich blitze ihn einfach kaputt. Ja, komm. Okay, 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 okay. Der müsste keinen Schaden rankriegen, ehrlich gesagt. Der müsste keinen Schaden rankriegen. Ich hasse diese Karte. Aus meinem tiefsten Herzen. Weil die macht immer so einen Lucky Hit gegen mich. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich gegen Funky-Spieler spiele. Ich outplay den Gegner in der Regel. Aber dann kommt immer so ein Lucky Hit an meinen Turm und ich bin einfach komplett gerüstet. Okay, ich mach's mal so. Weil ich will meinen Packer nicht raushauen. Okay, okay, okay. Ich support's mal mit dem Ofen. Oh, okay. Ofen war der richtige Call. Ofen war der richtig, richtige Call. Komm schon. Oh, der Ofen. Was der Ofen für ein Value rausholt. Ich mach noch einen Bogenschütz dazu, dass das alles safe geht. Oh, der Ofen. Was ein Zauberofen das war. Was ein Zauberofen. Okay. Der muss die Bogenschützen abwehren. Weil die machen ansonsten bestimmt so 400 Schaden. Ja. Ja. Oh, der kommt noch ein Feuergeist. Oh. Da wäre eventuell noch ein Feuergeist rangekommen. Okay, ich fühle mich gut in diesem Match. Es ist halt der Funky. Der wird irgendwann einfach richtig nerven und mich kaputt machen. Irgendwann. Der wird in der spielen und mich damit einfach zerstören. Safe Call. Ja, ich mache mal auf der anderen Seite. Ja, wobei, das ist gerade gar nicht schlecht. Das ist gerade gar nicht schlecht. Der Babydrache trifft den auch noch, oder? Ja. Oder? Oh, er ist Matsch. Er ist Matsch. Okay. Ja, nutzt. Oh, ist das so nutzlos, was er macht? Das sieht gar nicht schlecht aus. Also, es sieht komisch aus, aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht. Was macht der denn? Der haut einfach alle Karten raus, die er auf der Hand hat, oder was? Keine Ahnung, was das war, ehrlich gesagt. Das war super der komische Angriff. Weil ich meine, Barbaren und Lakaienhorde, hätte ich einen Feuerball, hätte einfach einen Feuerball, der viel Elixier kostet, Elixier von ihnen im Wert von 10 Elixier zerstört. Das hätte ich nicht verstanden. Okay, ich mach's mal so. So. Einfach nur ein bisschen Schaden brechen. Oh, war vielleicht dumm. War vielleicht dumm. Okay. Ist mir gerade aufgefallen, dass es vielleicht nicht der klügste Call war. Okay, ich wehr's da mal so ab. Müsste klar gehen. Ich mach's mal so. Ich mach das mal so. Ich hoffe, wir kommen da ran. Ich hoffe, wir kommen da ran. Ich hoffe, wir sind nicht rangekommen. Ich hab Angst. Und ich hab einfach Angst vor. Ich hab Angst vor dieser Karte, deswegen. Deswegen spiel ich da immer auf Nummer sicher extra. Na gut, so habe ich keine Angst. Wobei, ich hab den Packer furchtbar platziert. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh! What? Okay. Was? Ich komme nicht so richtig durch mit dem Blitz rotieren, ne? Ich mach's mal so. Ich brauche nur im Grunde einen Hit. Da keiner oder kommt jetzt? Ah, der Boy kommt. Ah, dann mach ich's mit dem Knall. Dann rotiere ich jetzt Knall und Blitz. So. Weil der linke Turm ist auch fast tot. Mein Blitz macht halt 300 Schaden. Und mein Knall macht, glaube ich, 50 oder so. Das heißt, ich kann nicht einfach... Ich mach's mal so. War mega der Miss-Call von ihm jetzt. Eventuell. Hätte ich geblitzt, hätte eine Fleisch connected. Ich weiß es nicht. Mach's mal so. 304 Schaden. Es reicht, es reicht. Okay, stark.
Ich war mega unsicher. Aber es hat gereicht. Okay, ja. Also Gegner, die Funky spielen, sind Gegner... Oh, Moment, noch gutes Spiel. Ich will ein Ehrenmann sein. Viel Glück. Ein gutes Spiel. Ich habe Angst vor denen. Ich habe einfach Angst vor denen. Das ist nicht, dass sie stark sind. Es ist aber einfach, dass ich Angst vor denen habe. Kronentruhe. So. 1100 Münzen. Juwelen. Lakaienorde. Kanone. Gift einmal und Rakete 13 Mal. Nice. Oh, das könnte jetzt gefährlich werden. So, kommt wieder abgewehrt. Yep. Oh, okay, der Megaritter hat einfach mal... Hä? Wieso hat der Megaritter meinen Rambock ignoriert? Ja, verdammt. Ha! Das Ding ist... Es klingt absurd, aber wenn ich auch Level 9 gewesen wäre, hätte ich seinen Turm gekillt mit dem Blitz. Ich könnte Niederlagen natürlich komplett rausschneiden, aber ich finde es ganz wichtig, dass man auch so ein kleines Gespür kriegt für die Runde, wie die gelaufen ist und wie weit man kämpfen musste, weil... Ist schon irgendwie ganz cool, finde ich, das so zu zeigen. So... Fum, fum, fum. Smudge. Der Bowler macht kaum Schaden. Also wäre egal, wenn er jetzt einen Stein wirft. Macht er sogar gar nicht. Die können wir, glaube ich, noch killen, die Prinzessin. Fast. Fast. Okay. Mach ich das so. Und so. Der Magier Smudge. Level 8 Magier auch nur. Das ist sehr günstig. Okay. Dafür aber den hier auf Level 10. Okay. So, Rambock wird dumm, Rambock wird dumm. Rambock wird dumm. Ich bin einfach ganz vorsichtig jetzt. Ich bin ganz vorsichtig. Ach, ich muss nur mal gucken, was da einem mit dem Megaritter passiert ist. Also, du willst das, will ich mir gleich nochmal angucken. Was habe ich nicht gecheckt? Das habe ich einfach nicht gecheckt, was da passiert ist. Spiel bis noch was, spiel bis noch was, spiel bis noch was, spiel bis noch was. Danke. Danke für das Value, was wir da jetzt kriegen. So, und den Schaden. Vielen, vielen Dank. Danke, Dad. Er hat natürlich einen krassen XP-Vorteil, aber ich bin gerade auf einem Level, wo es einfach nicht brutal bestraft wird. Das ist das Gute. Elixiervorteile werden schlecht ausgespielt. Kommt jetzt ein Friedhof? Nee. Okay. Was hast du denn dagegen? Gegen den Packer? Nichts, oder? Die Gang. Aber die mach ich doch jetzt weg. Nicht mal die Gang. Einfach Kohle. Was noch was, oder? Der Magier, der wird wegge... Was? Was? Hä? Aber wie bist du mit dem Deck so weit gekommen? Du hast ja ganz... Also, es ist ein selbstgemachtes Deck, glaube ich, aber es wirkt jetzt nicht super stark, ist das Ding. Ich glaube, schon allein sowas kommt durch. Nee, okay. Hab ich vergessen. So. Ich habe jetzt einfach... Ah, ein Golem. Ah, okay. Mach ich nochmal so. Machen wir noch einen Ofen. Ich weiß, der Golem schön spaziert. So. Komm, ein Hit bitte, Packer. Ein Hit bitte, bevor der... Okay, zum Turm. So, ich mache meine Holzfäller dahin. Kriegen wir das hin, dass sie stirbt, die Musketierin? Ja. Yep. Machen wir es jetzt so. Ich noch was platzieren. Das hat gerade schon geklappt mit dem Value. Hat schon geklappt. Ja, danke. Vielen Dank. Ist noch so. Ich rotiere einfach weiter mit meinen Blitz durch, weil es klappt gerade sehr gut. Es sind noch zwei Blitze und das kriege ich hin. Das kriege ich abgewehrt. So. Ich trottel. So kriege ich es natürlich nicht abgewehrt. Wieso hat er denn keinen Ferndrachen? Der wird ganz gut passen ins Deck, ehrlich gesagt. Ferndrache statt Mage, würde ich vielleicht sagen. Das wäre okay. Die... Ach, oh, die Kohle ist mies. Die ist mies. Kriegen wir noch kalt? Ja. Ja. Komm näher. So. So. Okay, jetzt bitte irgendwas machen, dass ich... Provoziere ich mal. So, der Magier ist platt. Und... Ja. Okay. Ein Ferndrache wäre so gut für sein Deck. Ohne Witz. Das würde ihn so stark machen. Verstehe ich nicht. Weil es ist so leicht zu kontern, was er da macht. Der wird jetzt wahrscheinlich da einen Hit durchkriegen am Turm. Ich mach's mal so, just for fun. So.
Eine Hit bitte von dem Blockschlüssel. Das war's. Ja. Also, ich würde sagen, keine Ahnung. Oh, 4300 Leute. 4300! Wir haben es erreicht. Habe ich komplett ignoriert? Habe ich komplett vergessen? Wir sind bei 4300! Yo! Aber was ich sagen wollen würde, Magier raus, dafür Inferno-Drache. Die Kobolde raus und dafür die Kobold-Gang. Wird sein Deck ein bisschen stärker machen, ehrlich gesagt. Na gut, das ist sein Deck, hat er sich bestimmt selbst aufgebaut. Ist damit ja auch bis fast 4300 gekommen. Okay, wir sind jetzt bei 4300, stabil. Richtig stabil. Ich werde nicht weiterhin so sprinten, ganz ehrlich. Ich werde irgendwann ein Level erreichen, wo ich nicht weiterkommen werde. Mit meinem Rambock auf Level 7. Und das wird sehr bald erreicht sein. Und jetzt aber noch nicht. Dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Und liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Bis dahin und ciao.